Hi, ich bin Anita und ich begrüße euch in der Paulmann-Lichtwelt. Heute besuche ich Renata. Die ist total unzufrieden mit dem Licht in ihrer Küche. Aber genau das werden wir ändern, denn sie ist die glückliche Gewinnerin des Light Up Your Kitchen-Gewinnspiels von Paulmann. Und gemeinsam mit dem Paulmann-Team werde ich ihre Küche jetzt zum Strahlen erwecken. Kommt mit! Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist eigentlich Renata, die wir heute besuchen. Renata ist 49 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrem Hund Bodo in ihrem eigenen Haus. Sie kocht und backt leidenschaftlich gern. Ihr Lieblingsrezept? Käsekuchen. Gemeinsam mit Freunden sitzen sie oft am Tresen. Auch von ihrem Esstisch aus ist die offene Küche immer im Blick. Kurzum, für Renatas Familie ist die Küche mehr als nur ein Platz zum Kochen und Backen. Es ist der zentrale Punkt des Hauses. Echt schade, wenn das dann mit der Beleuchtung nicht richtig passt. Aber genau das wollen wir ja heute ändern. Als erstes beginnen wir mit deinen Hängeschränken. Ja, ich freue mich. Schön. Hier befinden sich alte Halogen-Unterbauleuchten. Leider fallen die oft aus. Und wenn sie mal an sind, geben sie viel zu wenig Licht auf die Arbeitsfläche. Als Dekolicht an der Wand verfehlen sie ganz klar ihre Funktion. Die Halogen-Unterbauleuchten werden gegen diese LED-Möbel-Aufbauleuchten ausgetauscht. Wie ihr seht, hat diese Leuchte eine satinierte Oberfläche. Das Ergebnis kann man gut erkennen. Sie erzeugt ein helles, flächiges Licht, das nicht blendet. Unter jedem der vier Hängeschränke haben wir so eine Leuchte platziert. Die lassen sich ganz einfach mit einer Halterung fixieren. Und das Kabel könnt ihr hinter dem Möbel entlang legen. Und das Praktische ist der Spritzwasserschutz. Schau mal, Renata, hier kannst du auch die Leuchten über dem Waschbecken anbringen. Ich mache es jetzt einmal aus und dann zeige ich dir mal, du kannst sie zum Reinigen einfach abnehmen. Es geht ganz einfach. Dann kannst du sie sauber machen. Okay. Auch Einbauleuchten sind schon in Renatas Küche vorhanden. Sie geben aber kaum Licht für den Raum ab und auf der Arbeitsplatte kommt auch nichts an. Und wenn Renata an der Arbeitsplatte steht, wird sie auch noch geblendet. Die alten Einbauleuchten, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben sie abgeklemmt. Anstatt das Licht nach unten zu werfen, wo es Renata geblendet hat, leiten wir es mit dem Max-LED Stripe nach oben. Auf diese Weise wirkt die Decke viel höher und heller. Ein richtig schöner Effekt mit Raumlicht. Mit der Fernbedienung lässt es sich dann auch dimmen. So könnt ihr es jeder Situation anpassen. Renata hat einen großen Kühlschrank in der Küche, der separat an der Seite steht. Dieser große und hochwertige Kühlschrank war schon bei der Küchenplanung der Traum der Familie. Leider liegt er aber im Dunkeln und kommt so gar nicht zur Geltung. Dem wirken wir ebenfalls mit einem Max-LED Stripe entgegen. Den haben wir einfach oben auf den Kühlschrank geklebt. Das Licht scheint jetzt nach oben. So ist der Kühlschrank und der gesamte Küchenbereich besser ausgeleuchtet. Betrachtet man die gesamte Küche, fällt auf, dass insgesamt zu wenig Licht vorhanden ist. Die Grundbeleuchtung besteht aus zwei Einbauleuchten und dem Licht unter der Dunstabzugshaube, das häufig gar nicht funktioniert. Meine erste Idee war, mit farbigen LED-Stripes Lichteffekte zu setzen. Aber ich finde, das passt irgendwie nicht in Renatas Küche. Deshalb habe ich mich für warmweißes Licht entschieden. Der Tresen ist natürlich der zentrale Punkt der Küche. Auch wenn Renata mit ihrer Familie oder ihren Freunden am Esstisch sitzt, haben sie den Tresen immer im Blick. Hier ist ein Lichthighlight mit einem LED-Stripe genau das Richtige. Bisher haben wir in der Küche die Max-LED 1000 eingesetzt. Die wären aber für diese Anwendung zu hell. Die Max-LED 500 mit der halben Power sind völlig ausreichend. Den Stripe haben wir hier einmal unter dem Tresen entlang geklebt. So erhalten wir ein schönes indirektes Licht. Schau, Renata, wie schön dein Tresen jetzt wirkt. Und das Tolle ist, du kannst jetzt alle LED-Stripes mit einer Fernbedienung steuern. Und gefällt dir die Küche so? Ja, sehr gut. Sieht wirklich super aus. Total hell, wirklich sehr schön. Das freut mich. Schön. Während wir auf die schöne Küche anstoßen, habt ihr alle Veränderungen nochmal im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie Renata. Dann abonniert einfach unseren Kanal. Und wenn ihr auch so eine tolle Küche haben wollt, dann folgt dem Link zu Light Up Your Kitchen von Paulmann. Alle Links zu den verwendeten Produkten findet ihr im Beschreibungstext. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Anita.